Hallo und herzlich willkommen zurück bei diese Book of Unwritten Tales. Es geht zurück, wir haben immer noch unser Wasserproblem. Wir brauchen immer noch ein Wasser oder einen Wassertyp und ich bin ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. In dem kleinen Teich scheinen sich über die Jahrhunderte erstaunlich viele Dinge angesammelt zu haben. Ob auch etwas dabei ist, das ich gebrauchen könnte? Wir können ja nochmal schauen, wenn du möchtest. Wir haben die Ohrringe mit dem Köder verbunden. Dann angeln wir einfach nochmal. Wir brauchen immer noch Wasser, das aus der Erde quoll. Und ich habe keine... Huch! Eine Anglermütze, die ich vor kurzer Zeit noch sehr hässlich gefunden hätte. Aber jetzt? Ich bin die Meisterin jeder Rute, die Herrin jedes Bachs und die Göttin des Wassers. Oh nein! Naja, und außerdem ziemlich schick. Das war's für mich mit dem Angeln. Ich kann nicht mehr besser werden. Und somit haben wir Angel-Level 1000 erreicht. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Wir haben... Nach oben bringt uns nichts. Der Baum hat auch nichts mit Wasser. Können wir vielleicht Wasser aus diesem Vogelbad nehmen? Nee, geht nicht. Das vom Wasserfall haben wir schon genommen. Gehen wir nochmal rüber. Vielleicht haben wir dort nochmal irgendwas Interessantes. Wir können mit Arbor sprechen. Was hat der Schönes? Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Können wir irgendwas mit ihm kombinieren? Ach so, ich brauche eine bestimmte Art von Wasser. Ich brauche eine bestimmte Art von Wasser, Arbor. Kannst du mir da helfen? Eine bestimmte Art von... Wer hat sich denn das schon wieder ausgedacht? Arbor, bitte. Ich brauche Wasser, das aus der Erde quillt. Da, der Wasserfall. So viel Wasser, wie du willst. Der Bach entspringt aus der Erde. So einfach ist das nicht. Das Wasser hat sich verwandelt. Ich brauche das Wasser direkt aus der Erde. Ihr Elfen müsst immer alles kompliziert machen, oder? Hast du ein Gefäß? Oh nein, was macht er jetzt? Oh, bitte. Hat er da jetzt wirklich hineingeschifft? Sag mir nicht, das wäre jetzt nur noch Schnodderwasser oder sowas. Das ist 1A Grundwasser. Es wird schon gehen. Danke. Ich muss weiter. Arbeite nicht zu viel. Okay. Okay, er hat hineingeschifft. Das ist auch Quellwasser. Und damit haben wir wohl dieses Rätsel hier auch gelöst. Das heißt, wir verwenden... Hoffentlich geht Arbors Spender als Wasser, das aus der Erde quoll, durch. Ja, das will ich. Es ist ja nicht wirklich aus der Erde gequollen, aber immerhin ist es Grundwasser und es hat nie die Sonne gesehen. Nun glühen alle Symbole. Hallo? Bist du da? Ich bin immer da. Oh. Also, jetzt können wir ihm eine Frage stellen. Bist du wirklich allwissend? Wer genau bist du und wo bist du? Wir sind erstmal ein bisschen eingebildet, glaube ich. Ich habe dich ganz alleine beschworen, ohne Hilfe. Du hattest Hilfe. Du weißt es nur nicht. Nein, ich habe das ganz allein geschafft. Ich bin der allwissende Seher und ich sage dir, du irrst dich. Die Stimme kenne ich doch auch irgendwoher, Ich muss es mir noch ein bisschen anhören. Ja klar, wir haben ihr geholfen. Klar, passt. Bist du wirklich allwissend? Du bist wirklich allwissend? Nein, aber es klingt besser als ich bin der Seher, der mehr sah als jedes andere Wesen dieser Welt und doch nicht alles. Aha, und wer genau bist du oder wo? Ich habe dich zwar herbeigerufen, aber ich weiß eigentlich gar nichts über dich. Lebst du im Wasser oder bist du das Wasser? Nein, das Wasser ist nur eine spiegelnde Oberfläche. Ich lebe auf der anderen Seite der Spiegel. Ich sehe, was vor den Spiegeln geschieht. Für euch sind es Spiegel, für mich sind es Fenster in eurer Welt. Okay. Okay. Das heißt, er schaut durch spiegelnde Oberflächen
und schaut dadurch die Welt und ist dadurch allwissend. Ja, ist ein bisschen blöd, weil, ja, man zieht sich ja auch manchmal um und dann... Du bist in jedem Spiegel? Auch in meinem Schlafzimmer? Ich kann durch jede spiegelnde Oberfläche blicken. Ich sehe alles. Aber du machst die Augen zu, wenn es angebracht ist, oder? Ich sehe alles. Spanner. Ja, schon klar. Aber wenn sich jemand vor dem Spiegel auszieht oder peinliche Dinge tut oder Dinge, die niemand sehen soll, dann schaust du doch weg. Ich sehe bis in die entferntesten Winkel der Welt. Ich sehe das Gute und das Böse, das Schöne und das Schreckliche. Du hast mich gesehen, als ich vor meinem Spiegel auf einer imaginären Harfe ein Konzert gegeben habe? Das zähle ich zum Schrecklichen. Was für ein arroganter, ekelhafter Spiegel. Ich glaub's echt nicht. Ja, schaut er überall hin, schaut er überall zu. Was für ein Voyeurist. Es geht echt nicht. Ja, aber kommen wir erstmal wieder zu unserem Problemchen. Es soll eine Seuche in Seefels geben, die sich langsam ausbreitet. Was weißt du darüber? Es ist keine Seuche. Sondern? Etwas, mit dem du es zu tun bekommen wirst. Kannst du in die Zukunft sehen? Geschichten wiederholen sich. Andere Orte, andere Beteiligte. Doch der Ablauf bleibt gleich. Das Gute kämpft gegen das Böse. Na klar. Dadurch weiß er natürlich einiges. Aber es war so klar, dass diese Mutter natürlich ihn nimmt. Also, ja, die Mutter war ja schon nicht ganz besonders die netteste. Und dann noch halt eben dieses Spannerspiegel da dazu. Ne, bäh. Ja. Aber schauen wir erstmal, wie wir jetzt hier unter einer Decke stecken. Und Mutter und andere beschwören dich, um dich um Rat zu bitten? Bitten würde ich das nicht nennen. Sie wissen, wie man durch einen Spiegel Kontakt zu mir aufnehmen kann. Sie wollen Informationen von mir. Und wenn ich ihnen nicht antworte, bleiben sie da und glotzen mich an. Also hilfst du ihnen? Das ist die Frage, nicht wahr? Habe ich ein Interesse daran, der einen oder anderen Seite behilflich zu sein? Oder sehe ich lieber, wie sich eine Katastrophe entfaltet? Du würdest Öl ins Feuer gießen, nur weil dir nach einem verheerenden Brand ist? Ich könnte, doch meist beschränke ich mich aufs Zusehen. Ich sehe gerne, wie sich die Dinge entwickeln. Nur Stillstand mag ich nicht. Da bin ich durchaus versucht, jemandem einen Schubs in die richtige Richtung zu geben. Na toll. Es ist, ja, der typische RTL2-Voyeurist. Also, ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich bin schwanger und durfte es nicht sein. Was weißt du darüber? Der weiß doch eh nichts. Also, warum bin ich schwanger? Du bist schwanger? Solltest du das als beinahe allwissendes Orakel nicht wissen? Ich habe es nicht gesehen. Wann bist du schwanger geworden? Das frage ich dich. Ach, verfluchte Romantik. Eine Lichtung im Wald, ein Bett im Kornfeld, nirgendwo spiegelnde Flächen. Hätten Nate und du es nicht woanders tun können? Was tun? Oh, ach ja. Nichts. Gar nichts, Prinzessin. Ah, und hier bekommen wir das Lösungswort der Schildwachen. Ich brauche das heutige Losungswort der Schildwachen an den Grenzen des Waldlandreichs. Kennst du es? Natürlich. Deine Mutter hat es dem Anführer der Wache gesagt, als sie neben der spiegelnden Oberfläche des Mondbrunnens stand. Sagst du es mir? Unbedingt. Ich will wissen, wie sich die Sache entwickelt. Und in Seefels warten einige Überraschungen auf dich. Von denen du mir aber nichts verraten willst. Dann wären es keine Überraschungen mehr. Lautet das Losungswort Melon? Woher weißt du das? Geschichten wiederholen sich. Wusstest du das nicht? Danke für das beunruhigende Gespräch. Ich muss weiter. Ja, das musst du. Aber wir werden uns bald wiedersehen. Du meinst, du wirst mich sehen und jeden meiner Schritte verfolgen. Ja, aber das meinte ich nicht.
Du wirst mich aufsuchen, bevor diese Geschichte zu Ende ist. Tatsächlich? Ja, du wirst deinem Freund in Not helfen wollen und wirst nicht wissen, wie. Dann wirst du mich suchen und finden. Wo werde ich dich finden? In einer fliegenden Stadt, in einem Haus ohne Ecken. Bis dann, Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Aber... Ich weiß jetzt echt nicht, ob der Spannerspiegel jetzt irgendwie gut ist oder böse. Er schubst zwar in gewisse Richtungen, möchte aber alles auch laufen lassen. Die Frage ist jetzt, ob er nur, damit es spannender wird, uns halt eben in eine böse Richtung schickt. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was... Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Okay, es gibt bei ihm nichts zu tun. Dann schauen wir noch mal rüber in die Bibliothek. Vielleicht gibt's da irgendwas zu tun. Wir müssen ja noch irgendwie jetzt nach Seefels kommen. So, was haben wir hier für Möglichkeiten? Schwarzständer brachte nichts, den Helm haben wir auch noch. Wir können mal mit Jeep reden, denn immerhin wissen wir jetzt das Losungswort für heute. Hey Jeep! Welches Transportmittel könnt ihr uns schnell nach Seefels bringen? Genau. Denk nach, Cheep Cheep. Wie kommen wir beide schnell nach Seefels, ohne dass mir Flügel wachsen müssen? Du hast die Lösung? Oh je. Cheep Cheep! Was hat er jetzt wieder für eine Lösung? Eine Fliegerzeitschrift? Du hast eine Fliegerzeitschrift abonniert? Ja, schon gut, schon gut. Seite 15. Hippogreifengestüt Ecoleus in den blauen Bergen. Die besten Schlacht- und Jagdhippogreife Aventasiens. Cheep, cheep. Ein Hippogreif? Der könnte mich leicht tragen. Keine schlechte Idee, Cheep. Aber die blauen Berge liegen ein ganzes Stück entfernt. Und schau mal hier, was das kostet. Ein Kessel voll Gold. Wo sollen wir den hernehmen? Ja, vom Ende des Regenbogens. Wo immer. Ja, ich schätze, du hast recht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und wo haben wir den Gnom? Haben wir einen Gnom? Ende des Regenbogens? Ja. Es wird wahrscheinlich wieder auch irgendwo draußen im Garten sein. Ich habe irgendwie so dieses Gefühl, diese eine blanke Stelle, wo wir vorher gehabt haben. Ja, hat noch. Aber jetzt erstmal hier was für die Ladies hier. Dieses Sex, von dem du und das Buch gesprochen haben, was ist das und warum soll ich es nicht haben? Ich weiß, dass ich eine Elfenprinzessin bin. Genau deswegen sollte ich sowas ja auch bekommen. Vielleicht sogar zwei. Ach, ich finde schon raus, was ihr mir verheimlichen wollt. Vielleicht sogar zwei. Was nehmen wir denn jetzt? Wir entschuldigen. Das mit der Spieluhr tut mir leid, Sheep. Aber ich musste herausfinden, was mit mir nicht stimmt. Wieder Freunde? Cheep, cheep. Gut. Manchmal wünschte ich, nee, das ist so allgemein. Ich denke, ob wir den Hippogreif auch ohne einen Kessel Gold wahrscheinlich nicht. Meinst du, nicht. Ich könnte meinen Prinzessinnenbonus ausspielen und wir könnten uns beim Gestüt einen Hippogreif ausleihen? Das dürfte deutlich weniger als einen Kessel voll Gold kosten. Du hast recht. Sie würden es überall herum erzählen. Nicht ideal, wenn ich inkognito reisen will. Ja, ist jetzt auch nicht. Okay, das war's. Wird die gleiche Antwort wahrscheinlich sein? Meinst du, ich könnte... Okay, gleiche Antwort. Manchmal wünschte ich, ich hätte das Artefakt des Schicksals einfach behalten. Naja, ein Objekt, das dir jeden Wunsch erfüllt? Das wäre im Moment schon nützlich. Ja, ich weiß. Zu viel Macht für einen Einzelnen.
Deswegen haben Erzmagier Alistair und ich ja auch Vorkehrungen getroffen. Okay. Bin gleich wieder da, Chief. Bringt uns nichts. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier erledigen können? Mit dem Buch können wir noch reden, ob das noch irgendwas weiß? Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Du wurdest vorhin unterbrochen, als du mir gerade etwas über Sex erzählen wolltest. Oh ja. In der